Guten Morgen und herzlich willkommen zum Einsingen um 9. Nochmals zum Thema Zunge. La Langue. Habt ihr ein Handtuch? Nehmt doch ein Handtuch hervor, das wäre wunderbar. Damit können wir einiges machen. Wir strecken uns. Oh, wir gähnen, wir machen auch. Mit Stimme. Und wir machen Grimassen. Mit der Stimme und so ein bisschen schauen. Und die Hände machen auch mit. Und der ganze Körper macht irgendwie. Und dann sind wir wieder ganz offen. Und wir atmen ein und dann können wir uns so wie zusammenziehen, wie so eine Zitrone, oder? Wie wenn wir in eine Zitrone gebissen hätten. Das macht hier ganz viele Stränge von Muskeln. Zu und hinten auch. Und dann krümmen wir uns noch weiter und dann wieder auf. Die Augen gehen auf, der Kiefer geht auf. Zwischen den Fingern gibt es so ganz große Abstände. So stehen wir da und auch die Beine sind breit und die Zehen, die machen dasselbe. Die Zehen machen auch so. Geht es? Und da können wir nochmal reingehen. Wunderbar. Nehmt euer Handtuch. Und jetzt machen wir Bewegungen mit dem Tuch. Wieder diese teilweise Spiralbewegungen. So ein Drehen, ein Drehen, ein Drehen. Und dann können wir auch die Beine mitnehmen. Wir können in den Boden versinken und wieder nach oben kommen. Oder dann können wir zum Beispiel so unten durch eine Schlaufe machen. Und das ist vor allem ganz wichtig, dass die Bewegung nie abbricht. Die ist immer im Tun. Und jetzt verlangsamen wir sie noch ein wenig. Sie wird langsamer. Aber der Atem wird tiefer. Und auch die Einatmung erfolgt langsam durch die Nase. Und wir gehen mal noch rechts und links. Wieder die Einatmung durch die Nase. Und die Ausatmung durch den Mund. Da bleiben wir einen Moment ganz gestreckt. Wir denken wieder an das, was wir vorher gemacht haben mit den Händen und Füßen. Platz. Jetzt haben wir noch Platz bei den Schulterflügeln. Und dann kommen wir nach unten. Wunderbar. Was wir jetzt noch machen wollen, wir bringen das aus und machen dazu. Machen wieder die Spiralbewegung und und dann lassen wir los den Bauch und die Arme. Und es darf richtig kräftig sein. Das Tuch zu lang ist, noch einmal mehr falten oder so. Und der untere Rücken, eigentlich hier, kommt ein bisschen mit. Ich stehe mal ein bisschen näher zur Wand hier. Und dann lassen wir ihn wieder zurückspicken. Und jetzt nehmen wir das Tuch und falten es einmal. Und dann atmen wir dagegen. Wir spüren einen Widerstand, wenn wir machen.
gegen das Tuch. Und spürt ihr dann auch, dass es hier richtig reinzieht, weil wir diesen Widerstand haben? Wenn wir das wegnehmen, ist die Gefahr, dass wir die Luft sofort loslassen und schon ist sie draußen. Wenn wir aber einen Widerstand haben, dann ist es einfacher, langsam hier einzuziehen. Weil die Luft ja ein bisschen gefiltert oder komprimiert oder was auch immer wird. Und wenn wir jetzt zu summen beginnen, dann wollen wir diese langsame Bauchbewegung eben halt selber machen, auch wenn es da gar nicht so viel Widerstand gibt, wenn wir machen. Mitkauen und Bauch. Hier bleiben wir offen. Und wir machen eine Abfolge, wo wir von der Lippe dann an unsere verschiedenen Positionen gehen, die wir ja zusammen schon erarbeitet haben. Hier sind sie nochmal. Wir beginnen also vorne. Es sind 2, 4, 6 verschiedene Laute. Wir haben und am Ende ist es das H, was ja eben im Kehlkopf stattfindet. Eine Kröte ist mir in den Hals gesprungen. Entschuldigung. Einwärtsbewegung des Bauchs. Und wir haben die Bewegung von vorne nach hinten. Wir gehen rückwärts. Wenn wir zurückgehen haben wollen, ist, wir wollen aus dem A, aus dieser Position, die Weite mitnehmen, wenn wir weitergehen und jetzt an verschiedenen Orten schließen. Im Hals ist es immer noch auf A eingestellt. Und jetzt sind wir ja da bei dem offenen Rohr und es gibt da so eine Lautart. Ist es ein Laut? Es ist ein Vocal Fry halt eben. Den wollen wir hervornehmen und der Vocal Fry, da können wir auf A, E, I, O, U,
machen. Auf all Vokal. Es kommt von da unten. Und wir wollen aber bei diesem I-O trotzdem weit sein im Hals. I-O. Ja, und damit das einfacher geht und wir uns nicht hier verkrampfen, können wir die Zunge so hin und her gehen lassen. Ah, nein, wir brauchen ja gar keinen Ton. Also wenn ihr mal das Gefühl habt, das wird eng, nein, dann wieder hauchen und das Vocal Fry, das, damit können wir spüren, wo die Stimme eigentlich ist oder so halb spüren. Ihr könnt mal tasten, wo es rüsselt. Da sind die Stimmlippen da hinten dran. Sehr gut. Und wenn wir jetzt noch einmal zurückgehen mit dem Amen, stellen wir uns diesen Ort vor. Wir nehmen die Zunge und wir dehnen sie. Sie wird herausgerollt und wieder reingerollt. Zungenbluten noch nicht, sonst könnt ihr hier schon mal ein bisschen kneten. Atmet rein, ohne den Mund zuzumachen. Noch einmal ein bisschen im Zungenboden massieren. Zungenboden ist hier unten. Wenn man unten rein drückt, also nicht auf den Kehlkopf, sondern in das Weiche hier von unten her. Sehr gut. Ich habe euch eine Übung geschrieben, die geht wieder von vorne B, Z, zu den Zähnen G. Und dann wieder diese ganzen Lautpunkte entlang. Ba 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 ga 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 ba 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 ga 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 von vorne nach so ba 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 ba. Ba 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 ba
beginnen. Ga, wa, ba. Versuchen wir mal. Ga, 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 ga. Wa, 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 ba, 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 ba. Noch einmal. Ga, 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 ga. Wa, 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 ba, 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 ba. Ja, und ich habe gerade noch eins für euch, jetzt aber ein bisschen höher. Singende Säge, singende Säge. Singende Säge, singende Säge. Ja, und da wollen wir jetzt einmal lispeln dazu. Die singende Säge zwischen die Zähne nehmen. Singende Säge, singende Säge. Na, 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 na. Und spüren, wie gut es eigentlich der Stimme tut, wenn man die Zunge nach vorne bringt. Also nicht, sondern singende Säge. Der Vokal, also I und Ä, kommt direkt, wenn ich so weit vorne bin. Also ich denke, sollten alle Sängerinnen und Sänger lispeln, das würde total helfen. Singende Säge, singende Säge. Na, 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 na. Und dann nehmt ihr das NG, also ist da hinten um, das wissen wir jetzt. Na, na. Also die Zunge bleibt vorne, ihr braucht nämlich nur den hinteren Teil dahin, den Abschluss. Und hier braucht ihr gar nichts. Singende Säge, singende Säge. Na, 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 na. Okay, wir gehen hoch. Singende Säge, singende Säge. Na, 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 na. Von diesem locker sein oder einfach eigentlich, dass die Zunge aus dem Gefecht genommen wird, dass die da hinten nicht abdrückt, nicht nach unten drückt oder irgendetwas abdrückt, einen Raum wegnimmt, das wollen wir nicht. Nein, wir wollen die einfach in ihrem Eigengewicht liegen lassen. Singende Säge, singende Säge. Na, 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 na. Gehen wir jetzt von unten bis nach oben im Haben. Durch.
Wenn ihr nochmal gegen den Widerstand. Damit euer Bauch wieder angekurbelt ist. Hilft mir sehr. Dann bin ich eigentlich, wird einfach die Arbeit erzwungen, die ich immer machen müsste. Aha, aha. Zunge locker. Also normalerweise singe ich ja nicht so hoch, aber wir haben ja nächste Woche das Thema Vorsingen ohne Lampenfieber und vielleicht ist das dann unsere Lösung, dass wir dann immer mit dem Tuch vorsingen gehen. Oder so irgendetwas. Wir werden sehen. Ich habe euch zwei eher ruhige Stücke gebracht. Abendstimmung. Zuerst kommt der Thunersee. Ah ja, für alle diejenigen, die noch nie am Thunersee waren. Der Thunersee ist sehr schön. Schaut euch mal den Thunersee an. Oh, ich war gerade neulich in Thun. Ich genieße es immer. Es ist wahnsinnig schön dort. So. Und jetzt ist das Lied. Das werden wir auch am Sommerfest singen. Also Sommerfest, 15. Juni. Es gibt noch viel zu viele Plätze. Ja, meldet euch doch an. Wollt ihr denn nicht mit uns singen und feiern? Oh nein. Wir sind in einem 6/8-Takt. Ba, 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 ba. Weich und warm im Abendlichte. Weich und warm im Abendlichte dehnen sich die Matten und Hügel. Weich und warm im Abendlichte dehnen sich die Matten und Hügel. Und dann geht's ein bisschen höher. Drüber ziehen wie Traumgesichter Wolkenschleier, Wolkenflügel. Wie Traumgesichter nehme ich an. Jetzt geht es ein wenig hoch, war noch ein wenig hoch. Viele Leute auf der Weide, Nachtwind weht herauf vom See. Viele Leute auf der Weide, Nachtwind weht herauf vom See. Letzten droben, eine kleine Synkope droben, glänzt der ewige Schnee.
Wir beginnen von vorne. Weich und warm im Abendlicht dreht ihnen sich die Matten und Hügel. Laute und weh und warm und Matten und Wolken, Flügel. Und alle diese Laute, die helfen uns. Es ist ein bisschen wie, wenn das Tuch schnell vorbeikommen würde und wir kurz einen Widerstand hätten, wo wir mit unserem Gefühl, Bauch und Stimme dann koordinieren können. Mach nochmal. Und das nehmen wir, wenn wir weich und warm im Abendlicht dehnen sich die Matten und drüber ziehen wie Traumgesichter Wolkenschleier, Wolkenflügel. Dieser Stimmung heraus ein kleines Schlaflied, was wir auch singen werden am Sommerfest noch. Slowly the waves go by singing. Wir sind jetzt also an dem Thunersee, wir setzen uns. Ich hatte mal einen schönen Auftritt in Sigriswil und da jetzt bin ich gar nicht sicher, ist Thunersee oder Brienzersee. So, oh, diese Weite, und es ist nicht bebaut, nicht wie bei uns am Zürichsee. Slowly the waves go by singing a lullaby, and I will keep secrets deep along. Was ist das für eine Tonalität?
Und es gibt auch noch dieses Du-Du dann. Zweiter Teil sozusagen, steht zwar Coda, aber wir haben nur 5 Töne in dieser Tonleiter. Ba, ba, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann kommt schon wieder derselbe. Ja, wenn ihr es am Abend macht, das Einsingen, dann gute Nacht jetzt. Für die, die am Morgen waren, jetzt dabei sind. Nehmt die Gelassenheit mit. Und das war die Zungenwoche. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen von all diesen verschiedenen Orten, die wir haben, was wir alles mit der Zunge machen können, wofür sie gut ist. Ganz wichtiger Protagonistin beim Singen. Morgen geht's weiter mit Vorsingen ohne Lampenfieber. Das schaffen wir. Schönen Tag.